Guten Morgen! Hallo! Willkommen hier in der Tigergruppe. Wir besuchen euch heute mal in eurem Wohnzimmer. Wir hoffen, euch geht es gut und wir vermissen euch sehr. Und wir haben euch sogar eine Geschichte mitgebracht und da schauen wir jetzt mal rein. Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Ja. Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider nein. Ich muss schon zu Mittag beim Grüffelo sein. Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir. Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier bei dem Stein. Und Fuchsspieß zu Mittag, das fände er fein. Fuchsspieß? Nein, danke, rief darauf der Fuchs. Er grüßte zum Abschied und flüchtete flugs. Wie dumm von dem Fuchs, er fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn doch gar nicht, den Grüffelo. Die Maus ging weiter im Wald umher. Das sah eine Eule und freute sich sehr. Wohin, kleine Maus? Komm, mach eine Rast. Ich lad dich zum Tee ein auf meinen Ast. Ein andermal wär ich darüber sehr froh, doch jetzt muss ich weiter zum Grüffelo. Zum Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir. Er hat knotige Knie, eine grässliche Tatze, und vorn im Gesicht eine giftige Warze. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier unten am Fluss. Und er isst gern Eule mit Zuckerguss. Gezuckerte Eule? Schuhu, schuhu! Schnell weg, rief die Eule. Fort war sie im Nu. Wie dumm von der Eule. Sie fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn doch gar nicht, den Grüffelo. Die Maus ging weiter im Wald umher. Das sah eine Schlange und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, komm mit in mein Nest. Wir feiern ein Schlangenmäusefest. Jam, jam, jam. Wie lieb von dir, Schlange. Ich danke dir schön. Doch ich muss schon zur Feier beim Grüffelo gehen. Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir. Er hat feurige Augen, eine Zunge so lang und Stacheln am Rücken. Da wird's einem bang. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier unten am See. Und am liebsten verzehrt er Schlangenpüree. Schlangenpüree? Oh, ich muss schnell nach Haus. Damit glitt sie ins Holz. Mach's gut, kleine Maus. Wie dumm von der Schlange. Sie fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn doch gar nicht. Den Grüffel. Oh, wer ist dieses Wesen? Mit schrecklichen Klauen, mit schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen, mit knotigen Knien, einer grässlichen Tatze und vorn im Gesicht einer giftigen Warze, mit feurigen Augen, einer Zunge so lang und Stacheln am Rücken, da wird's einem bang. O Schreck, o Graus, ich fürcht mich so, es gibt ihn doch, den Grüffelo.
Der aber sprach, miau, miau, miau. Mein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Lecker. Da sprach die Maus, kann gar nicht sein. Ich bin gefürchtet, bald aus, bald ein. Aha. Geh hinter mir, dann zeig ich's dir. Alle Tiere haben Angst vor mir. Komm. Der Gryffalo musste schrecklich lachen. Na, ha, ha, ha. Dann sagte er, können wir machen. Sie gingen eine Weile, da merkte er was. Ich höre ein Zischen da vorne im Gras. Die Maus sah die Schlange und sagte Hallo. Doch die schaute nur auf den Gryffalo. Oh je, leb wohl, du kleine Maus, rief sie, dann nahm sie schnell Reißaus. Na, sprach die Maus, was sag ich dir? Erstaunlich, sagte das Grüffeltier. Eine Weile, dann hielt er wieder ein. Mir war, als hörte ich jemanden schreien. Bestimmt nur die Eule. O Eule, hallo! Doch die schaute nur auf den Gryffalo. Leb wohl, kleine Maus, rief sie voller Hast und flog zurück auf ihren Ast. Na, sprach die Maus, was sag ich dir? Verblüffend, sagte das Gryffeltier. Eine Weile. Dann blieb er wieder stehen. Da vorn auf dem Pfad muss jemand gehen. Gott. Die Maus sah den Fuchs und sie sagte Hallo. Doch der schaute nur auf den Gryffalo. Zu Hilfe, rief er. Leb wohl, kleine Maus. Dann sprang er zurück in den Schutz seines Baus. Tja, sprach da das Mäuschen, was sagte ich dir? Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir. Und jetzt hab ich Hunger, mir knurrt schon der Magen. Gryffalo-Grütze könnte ich heute gut vertragen. Yam, yam. Gryffalo-Grütze? Der Gryffalo schaute das Mäuschen an und floh. Im Wald, da hörte man niemanden mehr. Die Maus knackte Nüsse und freute sich sehr. Ja, euch hat die Geschichte gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir hoffen, euch bald wiederzusehen. Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss.